Sehr ungewöhnlicher Typ. Also der ist schon aufgefallen in seiner Zeit. Er konnte eine 180-Grad-Wende vollziehen in 0, nichts. Und gleichzeitig hochintelligent und gebildet. Und diese Verbindung ist großartig. Herzog August ist für uns eine der großen Entdeckungen der letzten Jahre. Und es gibt eine große Begeisterungsfähigkeit und eine große Aufbruchsstimmung, auch diesen Herzog zu erschließen und weiter zu beforschen. August war jemand unglaublich fantasievoll, also sehr klug, gebildet, wahnsinnig fantasievoll, sprachschöpferisch. Herzog August ist auf alle Fälle so ein exzentrischer Typ. Einer, der eigentlich auch in der Zeit, also im Adel um 1800, nicht greifbar ist. Ja, und das berichten ja auch die Zeitgenossen. Der lebt für seine Art und Weise, die Dinge in der Welt zu sehen und der natürlich auch ein bunt und schriller Typ ist und eben auch in dieser Adelswelt und gerade auch in dieser Thüringer Welt um 1800 auch so unterwegs ist. In einem Moment war er charmant, geistreich, sehr gewinnend, war ein guter Unterhalter und einfach jemanden, den man gerne als Gesellschaft um sich hatte. Und im nächsten Moment war er abwertend, sarkastisch, sehr verletzend und generell einfach nur unerträglich. Und er hat diese beiden Seiten in seinem Wesen vereint. Und für Zeitgenossen war es nicht leicht zu durchschauen, welchen Fürsten habe ich denn jetzt gerade vor mir. In alles spielt rein, dass er zwischen Mann und Frau sozusagen steht. Ja, also das durchdringt all sein Tun. Als Fürst heißt er ja August und als Privatmann hat er sich als Emil mit seinem anderen Vornamen bezeichnet. Also hat es klar getrennt und dann aber auch sozusagen auch als Emilie gefühlt, als weiblichen Emil. Und manchmal nennt er sich sogar so. August war eher Schriftsteller, hat auch gezeichnet, auch musiziert, also war da sehr breit aufgestellt, aber hauptsächlich war er Schriftsteller und zwar wirklich meiner Meinung nach ein ernstzunehmender. Er hat 6000 Seiten unveröffentlichte Romane produziert. 6000 Seiten. Es wurde erzählt, dass er, während er diktierte, auch immer zeichnete und sich in seine Landschaften eindachte und Inseln kreierte. Und diese Zeichnungen passen ganz gut dazu. Er war ein begeisterter Sammler. Das hat ihn wirklich sein ganzes Leben begleitet. Er fing in jungen Jahren an zu sammeln. Ich denke, so um 1798 kann man das früheste verorten. Und noch 1822, kurz vor seinem Tod, hat er immer noch gesammelt. Und er hat ungeheuer viel Kunstagenten, Bekannte,
Bankiers, Handelshäuser, er hat jeden beschäftigt. Er hat einen großen Sinn für Schönheit gehabt. Und die Schönheit war bei ihm nicht auf ein bestimmtes Feld der Kunst beschränkt. Das betraf Gemälde wie Fächer, wie Textilien, Antiquitäten, Ostasiatiker. Also alles, was er für schön hielt, für außergewöhnlich, für selten, das hat ihn interessiert. Und daneben war bei ihm natürlich ein großes kulturelles Interesse vorhanden. Also er hat sich intensiv in die Kultur Chinas eingearbeitet. Nicht nur was die Lebensgewohnheiten anging, die Geschichte oder die Botanik, die Tierwelt, das wollte er alles wissen. Er hat da lange selber auch daran studiert. Also es war sein Schönheitssinn, es war sein Wissensdurst, es war auch einfach die Freude am Besitz, die Freude am Luxus. Das hat sicher damit zu tun gehabt. Sensationell, also nicht als Kuriositätenkabinett, nicht als Preziosenkabinett, da geht es nicht um Exotismus, sondern er war ja an der Lebenswelt, an Ostasiens interessiert. Und das spiegelt sich in diesem Kabinett und das spiegelt sich auch in der Art und Weise, wie er sammelt. Also das ist sensationell. Gerade chinesische Lackarbeiten waren ja ungeheuer aufwendig in der Herstellung, vor allem wenn sie, wie dieses Schränkchen bei uns, für den Kaiserhof gefertigt wurden. Der Hinweis ist immer darauf, dass man da einen Drachen mit 5 Klauen sieht. Alles, was nicht dem Kaiserhof gehörte, hatte nur einen Drachen mit 4 Klauen. Und diese Lackarbeiten, das muss man sich vorstellen, das war eine ganz, ganz dünne Schicht. Dann musste die in einem feuchten Klima trocknen, ehe die nächste Schicht aufgetragen wurde. Das war 0,2 Millimeter vielleicht und viele, viele Schichten übereinander, ehe dann das eigentliche Motiv eingeschnitzt werden konnte. Also es war ein aufwendiger Herstellungsprozess, es war ungeheuer kunstfertig in der Herstellung und es gab natürlich einen Einblick in die chinesische Kunstwelt. Und dann war ganz klar, dass er so etwas auch haben musste. Er ist in gewisser Weise auch ein früher Dandy. Fächer sind zum einen sehr charmante, sehr kleine Kostbarkeiten. Das ist eine Fülle an Materialien, die verarbeitet wurde, eine Fülle von Darstellungen, von Szenen. Das kommt aus England, Italien, China, aus Russland, aus Peking, also ganz verschiedene Herkunftsorte auch. Er nannte es Männermode, Männerkoketterie und Männereleganz. So etwas wollte er unbedingt haben und dazu gehörte, ich denke, für ihn auch, könnten da auch Fächer dazu. Und er hat sie sicher nicht alle benutzt tatsächlich, um sich Luft zuzufächeln oder in einer geheimen Fächersprache mit anderen Leuten sich zu unterhalten, sondern manche waren dann auch schon so alt oder doch so kostbar von den Materialien her, dass er sie einfach nur studieren wollte, Kunst, die er kennenlernen wollte. Das nennt man einen Palasit, der wurde Mitte des 18. Jahrhunderts in Sibirien gefunden, wo sich niemand erklären konnte, wo kommt der eigentlich her, dass der vom Himmel gestürzt sein musste. Also auf diesem kleinen, speziellen, vielleicht ein bisschen unscheinbaren Gestein basiert eigentlich die Meteoritenlehre, die damals noch nicht allgemein anerkannt war. Also auch dieser Forscher wurde sehr in Zweifel gezogen, was er sich daraus gedacht hat, aber sie setzte sich allmählich durch. Und insofern ist dieser spezielle Palasit dann noch wissenschaftlich, geschichtlich enorm wertvoll.
Man kann sich ja wahrscheinlich den Herzog auch so ein bisschen fast Messi-artig vorstellen. Ja, also er hat ja dann alle seine Dinge auch in seinen privaten Räumen gehabt. Aber in diesem Universum hat er natürlich auch gelebt. Es gibt so Beschreibungen in seinen letzten Lebensjahren, wenn die Leute in seine eigenen Gemächer kamen. Da sind irgendwelche wilden Tiere rumgelaufen, da lag alles durcheinander, da roch es natürlich dann auch nach Tieren. Und für empfindsame Gemüter war das überhaupt nichts, weil er dann seine Kunstschätze auch auf Tischen wild durcheinander aufgehäuft hatte. Das ging von einem malaiischen Christ, dann lag da eine Mumienhand, dann war wieder ein Skarabäus, nebenan standen dann die Fächer. Und manchmal haben Leute das dann so ein bisschen aufräumen wollen und das hat aber gleich gemerkt, und das war sozusagen nur eine scheinbare Unordnung, wenn da dieses stand und da stand die Büste und da war das Gemälde und da lagen die Kupferstiche am Boden und so. Es muss völlig wild ausgesehen haben, aber er hat sich komplett darin ausgelebt, muss man schon sagen. Also das Regieren hat er anderen überlassen, aber in dieser künstlerischen und Sammlungswelt hat er sich komplett ausgelebt. Und das jetzt zu erforschen, also auch in diesen Kosmos dann eben auch Schneisen reinzulegen, das ist natürlich jetzt die große Herausforderung. Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Also das geht weiter. Wir merken, wir stehen gerade erst am Anfang.